Dazu dürfen wir uns nun auf das Einleitungsreferat von Professor Klaus Dörre von der Universität Jena freuen, der seit vielen Jahren zu Themen rund um die Transformation und aber auch um gewerkschaftliche Machtressourcen forscht und der seinen Lehrstuhl zu einem wahren Leuchtturm, muss man sagen, Klaus, ne? Zu einem wahren Leuchtturm der gewerkschaftsbezogenen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat. Du bist auch nicht das erste Mal auf unseren Konferenzen, du sprichst hier auch nicht das erste Mal. Der Grund ist, dass wir dir so gerne zuhören und daher freuen wir uns auch sehr auf dein heutiges Referat hier. Klaus, du hast das Wort und die Bühne. Ja, vielen Dank. Das war für Florian. Das ist ja ganz klar. Sie wissen ja, ihr wisst ja gar nicht, was ich zu sagen habe. Ihr habt euch so gefreut, dass ihr mir eine Viertelstunde gegeben habt, um die Fragen für diejenigen zu formulieren, die dann dort auf dem Podium sitzen werden und alles klären werden. Ich werde versuchen, mich exakt an diesen Zeitplan zu halten. Für die Viertelstunde habe ich sage und schreibe 7 Thesen entwickelt, die ich jetzt im Schweinsgalopp durchgehe. Ah, jetzt muss ich den Präsenter anschalten. Ja. Ja, da haben wir es. Ich fange mit einer Frage an, die mir Lenz Jakobsen von Zeit Online vor einiger Zeit gestellt hat. Erleben wir eine Renaissance der Arbeitermacht? Ich habe im Interview ein bisschen rumgedruckst und auch auf sinkende Organisationsgrade verwiesen. Heute würde ich die Antwort sehr klar formulieren: Ja, die Arbeiterbewegung, die Arbeiterinnenbewegung sind zurück, europaweit in heftigen Streiks, Aktionen zivilen Ungehorsams, und das wirft selbst in der journalistischen Klasse Fragen auf und führt dazu, dass Themen wieder diskutiert werden, die lange Zeit zum Beispiel bei Zeit Online keinen Platz hatten. Damit verbinden sich aber auch neue Fragen. Wer sind die Arbeiterinnen? Für welche Ziele kämpfen sie? Hat das Ganze Bestand? Und dazu möchte ich was sagen. Und ich beginne mit der Frage, in welchem Kontext ist eigentlich diese Revitalisierung von Arbeiterinnenbewegungen, insbesondere Gewerkschaftsbewegungen, eingebettet? Und jetzt eine kleine Bemerkung zu einem Kollegen aus Braunschweig, der jetzt gleich sagt, dass ich die gleichen Folien verwende wie bei der letzten Streikkonferenz. Das ist sozusagen den Veranstaltern geschuldet, weil ich sozusagen zum Kontext einen Begriff verwende, den ich jetzt ganz knapp nochmal einfüge. Ich behaupte, dass wir die gewerkschaftlichen Interessenkämpfe heute in einer Metakrise verorten müssen, und die nenne ich nicht Polykrise oder Vielfachkrise oder wie auch immer, sondern ich spreche lieber von ökonomisch-ökologischer Zangenkrise, weil darin eine klare Hierarchie der Krisenursachen angelegt ist. Was meint ökonomisch-ökologische Zangenkrise? In Kurzfassung: Das wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte in marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaften, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum nach den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts, führt unter Status Quo-Bedingungen, will sagen bei hohem Emissionsausstoß, hohem Ressourcenverbrauch und hohem Energieverbrauch, zur Aufschaukelung ökologischer Großgefahren und zur Zerstörung von Gesellschaften. Die soziale Frage muss heute zusammengedacht werden mit der ökologischen Frage. Man könnte es auch so formulieren: Unter Status Quo-Bedingungen haben wir Wirtschaftswachstum, steigern sich die ökologischen Gefahren, allen voran der Klimawandel, und bleibt das Wirtschaftswachstum aus, steigt die soziale Not allein in der rezessionsbedingten Pandemie 2020 70 Millionen Menschen zusätzlich in Form extremer Armut. Jetzt ist das Ganze nicht neu. Wir wissen das im Grunde seit der ersten Studie des Club of Rome vor 50 Jahren. Was ist daran neu? Das sieht man auf diesen Barometern. Habe ich entnommen einer Studie des Bundesumweltamtes. Die schönen noch: Die Barometer drücken aus, dass selbst wenn alle Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des anthropogenen Klimawandels umgesetzt wurden, wovon wir meilenweit entfernt sind, ich sage nur das Stichwort Ukraine-Krieg und 20 andere Kriege,
Selbst wenn sie umgesetzt wurden, würden wir nach diesen Berechnungen bestenfalls bei einem 2,4 Grad Erderhitzungsszenario landen. Der Synthesebericht des Weltklimarates geht eher von 2,8 Grad aus. Das heißt, das 1,5 Grad Erderhitzungsziel, das der Weltklimarat noch für einigermaßen beherrschbar hält, einigermaßen, ja, da muss man auch sehen, wenn man auf die Sahelzone schaut, jedes Zehntel Grad Erderhitzung fordert Menschenleben, schafft Hunger, Dürre, Not und so weiter. Also dieses 1,5 Grad Erderhitzungsziel gerät außer Reichweite. Bei Anhalten der Gegenwartstrends sind die CO2-Budgets, die noch zur Verfügung stehen, um das Ziel zu erreichen, 2026 aufgebraucht. Das heißt, die Zeitpolster, diese Zielsetzung zu erreichen, schrumpfen gewaltig. Warum ist das so und warum gelingt es nicht, das Ruder rumzureißen? Das hängt damit zusammen, dass ökologische Nachhaltigkeit häufig buchstabiert wird ohne soziale Nachhaltigkeit. Um es salopp zu formulieren, Kollege Spangenberg, den ich sehr schätze, ein wichtiger Mann beim BUND, sagt in Debatten immer, wir haben so wenig Zeit, deshalb müssen wir jetzt mal die ökologische Frage lösen. Für die soziale haben wir im Moment leider keine Zeit, das machen wir später. Wenn man so argumentiert, treibt man Mehrheiten der Bevölkerung in die ausgebreiteten Arme der ökologischen Konterrevolution. Warum? Das sieht man. Das sieht man an diesen beiden Schaubildern, die ich einer bahnbrechenden Studie von Lukas Schanzel entnommen habe. Lukas Schanzel arbeitet in der Gruppe um Thomas Piketty und der hat im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht, die den Zusammenhang von klimaschädlichen Emissionen und sozialer Ungleichheit untersucht. Ich sage jetzt nichts zur Methodik und so weiter, dann würde ich ja noch eine Stunde reden, sondern sage nur was zu den vier wichtigsten Ergebnissen dieser Studie. Erstens. Im Zeitraum zwischen 1990 und 2019 hat sich eine Entwicklung vollzogen. 1990 gingen zwei Drittel der klimaschädlichen Emissionen auf Ungleichheiten zwischen Staaten, ein Drittel auf Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaften. 2019 ist es genau umgekehrt. Zweitens, die kapitalistischen Eliten vergrößern ihren ökologischen und Klimafußabdruck sprunghaft. Das oberste 1% hat in diesem Zeitraum um 26% zugelegt bei den Emissionen und das oberste 0,01% um 80% zugelegt. Die Reduktionen, die es gegeben hat in EU, Europa, gehen ausschließlich auf häufig erzwungenen Konsumverzicht der unteren und mittleren Einkommensgruppen, vor allen Dingen der unteren Einkommensgruppen. Drittes Ergebnis, ganz wichtig, die unteren und mittleren Einkommensgruppen in den reichen kapitalistischen Staaten. Also man könnte sagen, so die Facharbeiter früher bei Opel, in Opel Eisenach gibt es die noch, oder bei VW, selbst die nähern sich, was ihren ökologischen Fußabdruck angeht, den Pariser Klimazielen für 2030 an oder sie erreichen sie sogar. Ganz wichtiger Punkt, man kann sich ja vorstellen, wenn man ausgerechnet permanent an die appelliert, doch mal den Gürtel enger zu schneiden. Bernd Ulrich, ein früherer Marburger Kommilitone, jetzt auch bei der Zeit, kritisiert Olaf Scholz, er soll doch jetzt endlich den Menschen mal sagen, sie sollen Zumutungen in Kauf nehmen, anders geht's nicht. Ja? So muss man es machen, wenn man sozusagen ökologischen Wandel blockieren will. Der vierte Befund, ganz wichtig, Hauptverursacher der klimaschädlichen Emissionen sind die Investitionen, nicht der Konsum, nicht der individuelle Konsum. Das heißt, wir können alle Veganer werden, Vegetarier und so weiter. Das ist auch nicht falsch. Ja? Also mein Sohn wurde auch über Nacht zum Vegetarier nach einem Trainingslager in Babelsberg. Ne? Jetzt habe ich Schwierigkeiten mit dem Kochen. Das ist auch alles okay und ich lerne da viel. Aber die Wahrheit ist, dass wir sagen müssen, das alles reicht nicht. Und das führt mich jetzt zur dritten These. Nee, erst zur zweiten sehe ich. Ja. Okay, ich mach's jetzt aber wirklich kürzer, damit ich zu den Fragen komme. Die zweite These ist ja auch für diese Kreise ja nichts Überraschendes. Auch Reiche
sozialstaatlich regulierte Gesellschaften wie die der Bundesrepublik sind Klassengesellschaften. Das ist die sogenannte Jenaer Klassenheuristik, kann ich jetzt nicht erläutern. Aber eines kann ich sagen, die Eigentumsfrage ist natürlich nach wie vor eine entscheidende Frage, weil die Investitionsentscheidungen im Grunde nur eine Chiffre für die Eigentumsfrage sind. Hier sieht man herrschende Klassen etwa 1,2% der erwachsenen Erwerbsbevölkerung. Das sind diejenigen, die über das Was, Wie und Wozu der Produktion entscheiden, also etwa über das Geschäftsmodell der Automobilindustrie, die Gewinne eigentlich nur noch macht im Segment der Luxuskarossen und der spritzpressenden SUVs. Daran soll sich auch mit der Umstellung auf E-Mobilität überhaupt nichts ändern. Warum? Hat mir ein Vorstandsmitglied von Mercedes sehr schön gesagt im Interview, weil wir davon ausgehen, dass das Segment der Reichen und Superreichen weiter wächst. Wir darüber gewissermaßen Gewinne machen können, weil die zahlen jeden Preis für die Autos, die wir bauen, und das sichert Arbeitsplätze in der Breite. In den Volumenmärkten machen wir keine Gewinne mehr. Das bedeutet aber, dass winzige Minderheiten von Eigentümern und Managern auf Geschäftsmodelle setzen, die sich durch chronische Nichtnachhaltigkeit auszeichnen und die das Überleben von uns allen betreffen. So wie es der Betriebsratsvorsitzende Carsten Betzold und dann jetzt auch Carsten Büchling in VW, von VW Baunatal formuliert haben, bevor ein Elektroauto auf der Straße steht, hat es 20 Tonnen CO2 emittiert und bei 70 Millionen Neuwagen jährlich kann ein solches Geschäftsmodell weder ökologisch noch sozial nachhaltig sein. Das ist der entscheidende Punkt. In Klassengesellschaften, das ist eine Banalität, setzen sich die Imperative einer Nachhaltigkeitsrevolution nicht einfach durch Aufklärung um, sondern es kommt darauf an, ob und wie die Lohnabhängigen ihre Machtressourcen nutzen, um sozusagen Transformation sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Und jetzt gehe ich die Machtressourcen nicht mehr durch, das ist ja auch Stoff von früheren Streikkonferenzen. Ich will nur auf das hinweisen, was aus meiner Sicht neu ist. Erstens, strukturelle Macht, die Lage am Arbeitsmarkt hat sich deutlich gewandelt. Der Arbeitsmarkt ist von einem Käufer zu einem Anbietermarkt geworden. Da spielen auch strukturelle Gründe eine Rolle, dass nicht ordentlich ausgebildet worden ist und so weiter. Aber es gibt gewachsene Primärmacht der Beschäftigten. Und das beginnt sich inzwischen in Aktion umzusetzen, denn allein über die Abstimmung mit den Füßen ändert sich noch nicht viel. In der Regel braucht es Organisationsmacht, das heißt starke Betriebsräte und Gewerkschaften, um diese Primärmacht gewissermaßen auch mit Stoßkraft zu verleihen und für Interessendurchsetzung zu sorgen. Anders gesagt, wir haben natürlich einen Arbeitskräftemangel auch bei den Lkw-Fahrern und Truckern. Deswegen kriegen sie ihr Geld immer noch nicht, wenn sie sozusagen aus Rumänien kommen und so weiter. Wir haben einen schönen Streik gehabt in Hessen, nicht? Haben viele mitbekommen. Daran kann man sehen, ohne die Stärkung von Organisationsmacht nützt die strukturelle Macht für sich genommen noch wenig. Dritte Machtquelle, jetzt wird gepfiffen, weil ich jetzt nicht so richtig aktivistisch argumentiere, die institutionelle Macht. Also man muss Folgendes sehen. Institutionelle Macht, das ist ja eine Machtressource, die sich ausdrückt in tariflichen Normen, Mitbestimmungsmöglichkeiten und so weiter. Schaut mal nach Österreich. Die österreichischen Gewerkschaften haben Tarifabschlüsse durchgesetzt, oberhalb der Teuerung, ohne Einmalzahlungen, und sie haben dafür nicht großartig streiken müssen. Ein bisschen schon, aber nicht sehr viel. Warum? Weil das Tarifsystem in Österreich noch ordentlich intakt ist und man darüber Druck entfalten kann. Nebenbei Barbara Theiber, Vorsitzende der größten österreichischen Gewerkschaft GPA, hat mir mitgegeben, doch den deutschen Gewerkschaften auszurichten, dass sie bitteschön mit ihren Abschlüssen nicht zu bescheiden sein mögen, weil das Druck auf Österreich ausüben würde. So, vierte These, sehr kurz. Ökonomisch-ökologische Zahnkrise heißt, dass wir prozessierend Konflikte und Interessenkämpfe haben, mal stärker Richtung
ökologischer Gesellschaftskonflikt ausgerichtet, mal stärker Richtung soziale Frage ausgerichtet. Das, was gegenwärtig passiert, ich habe es ja einleitend schon angesprochen, ist zunächst einmal das Aufbrechen von Streiks, Arbeitskämpfen und so weiter an der sozialen Frage, eigentlich angestoßen durch eine Entwicklung, die ohnehin gekommen wäre und durch Krieg und Inflation eigentlich nur beschleunigt wurde, nämlich das Ende der teuren Dinge, das Ende von billiger Natur, das Ende von billiger Sorgearbeit und so weiter. Und daraus resultieren diese Kämpfe. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen kommentieren, schließe mich aber dem an, was Frank Deppe in einer dieser vorausgegangenen Runden meines Erachtens sehr zu Recht gesagt hat. Es gibt nicht das eine Thema europaweit. Sehr unterschiedliche Konfliktfelder, die Renten in Frankreich, die Lehrer in Portugal und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Kämpfe in den Sektoren aufbrechen, die von Privatisierung, Flexibilisierung, Prekarisierung besonders stark heimgesucht wurden. Also nehmen wir mal das Beispiel EVG. Nach dem, was ich gehört habe, werden die Streiks getragen von den Lohngruppen bis hin zu den Fahrdienstleitern. Das sind die ganz kleinen Portemonnaies. Und das sind diejenigen, die sozusagen in prekäre Beschäftigung gedrängt wurden. Und das ist natürlich erstaunlich, dass da gekämpft wird. Und das ist wirklich eine sehr ermutigende Entwicklung. Ich gehe das jetzt nicht mehr im Einzelnen durch, möchte aber nur darauf hinweisen, dass in dieser Entwicklung, also Konflikte an der sozialen Frage, Ausgleich für die Inflation und so weiter, dass da natürlich auch was Gefährliches drinsteckt, nämlich, dass in diesen Auseinandersetzungen die ökologische Frage aus dem Blick gerät. Das haben wir gegenwärtig teilweise schon wieder. Ja? Es gibt ja sogar Linke, die meinen, mit E-Fuels könne man sozusagen auf den Klimawandel reagieren und den Porsche weiterfahren, nicht? Weil er fährt ja dann mit Treibstoff, der nachhaltig ist. Das ist natürlich völliger Bullshit, das wissen wir alle. Aber ich will auf was anderes raus, weil das ist ja nur ein Symptom. Würden wir bei, sagen wir mal, VW Baunatal, wo wir jetzt eine sehr ausgefeilte empirische Untersuchung gemacht haben in allen Werksteilen, würden wir da haben wir die Frage gestellt, nach Haltung zur sozial-ökologischen Transformation. Und da treffen wir auf folgende Konstellation. Ich bin gleich fertig, weil ich das gesehen habe. Ja. Wir treffen auf folgende Konstellation. Im Management ist die Antwort auf den ökologischen Gesellschaftskonflikt grünes Wachstum. E-Mobilität, wir schlagen die Konkurrenz aus dem Feld, weil im Unterschied zu Tesla verstehen wir auch was vom Autobauen. Und also so ein Manager denkt sich dann auch schon mal, in meinem nächsten Leben würde ich Ökobauer. Und die Betriebsräte an ihrer Spitze beziehen die kritische Position, die ich beschrieben habe. Aber je weiter man zum Hallenboden kommt, wie die das da nennen, also zu den Produktionsarbeiterinnen und Arbeitern, stößt man auf folgende Haltung. Diese Aussage, E-Mobilität reicht nicht, stößt auf große Zustimmung. Die können alle runterbeten, Lithium, Kobalt, seltene Erden, die schmutzigen Produktionsketten und so weiter. Nur ziehen sie am Hallenboden daraus nicht die Schlussfolgerung, dass man übergehen muss zu nachhaltigen Mobilitätssystemen, die den individuellen Pkw-Verkehr deutlich einschränken, sondern sie ziehen daraus, das wäre gut, ne? Aber sie ziehen daraus die Schlussfolgerung, machen wir doch mal langsamer mit der Transformation. Und wir haben die Situation, dass diese Betriebsräte wie Carsten Betzold und jetzt Carsten Büchling gewählt werden mit über 90% der Stimmen, trotz ihrer kritischen Position, nicht wegen ihrer kritischen Position. Und in diesem Gap liegt ein Problem, ein politisches Problem für die Gewerkschaften, aber auch für die politische Linke, weil dieses Gap auch mit erklärt, warum von Thüringen bis zur Lausitz wir überdurchschnittlich viele Produktionsarbeiter haben im Elektorat der AfD, die den Klimawandel relativiert oder gar leugnet.
Da liegt das Problem gewissermaßen. Und jetzt komme ich zu den Fragen, die ich stellen wollte. Ich habe 5 Fragen an das Podium. Ich weiß nicht, ob sie dann beantwortet werden, aber für mich wären sie wichtig, weil die große Frage lautet, wie reißen wir sozusagen das Ruder rum und wie kommen wir dazu, dass eine transformative Interessenpolitik gemacht wird, die die Sache progressiv vorantreibt und tatsächlich Transformation verbindet mit der Vorstellung, dass es für alle besser werden kann, dass wir auf eine bessere Gesellschaft zusteuern können. 5 Fragen. Die erste Frage lautet, inspiriert durch das Bündnis, das wir alle kennen und das eine große Ausstrahlung erreicht hat und das ich nicht thematisieren sollte, weil das hier jetzt dann gleich kommt. Also die Zusammenarbeit von Verdi und Fridays for Future im öffentlichen Personennahverkehr, die ja jetzt sozusagen neu Zunder bekommen hat im Verkehrsstreik, das war ja eine tolle Sache. Ja. Da war immer so das Motto, was ich sehr einleuchtend gefunden habe, das Gemeinsame nach vorne stellen und das Trennende zurückstellen, damit die Zusammenarbeit möglich wird. Mit Blick, was in anderen Sektoren passiert, etwa in der Auto- und Zulieferindustrie, ist meine Frage, wie kann man das Trennende nach vorne, das Gemeinsame nach vorne stellen, ohne das Trennende auszusparen? Denn auch das gehört diskutiert. Ich könnte es auch zugespitzter formulieren, Provokation muss sein und ich distanziere mich nicht von den sogenannten Klimaklebern. Das mache ich nicht. Wenn die Lage so ist, wie ich sie beschrieben habe, wenn die These stimmt, dann muss ich doch sowas gelassen in Kauf nehmen, zumal ich zu meinen Vorträgen immer zu spät komme, weil die Bundesbahn nicht fährt. Nicht? Und das hat nichts mit Klimaklebern zu tun. Zweite Frage, also die beruht auf dieser Überlegung, ökologische und soziale Nachhaltigkeit gehören zusammen. Das wäre aber aus meiner Sicht nochmal zu radikalisieren. Die Frage wäre eigentlich, wie können wir hinbekommen, dass diejenigen, die den größten Klimafußabdruck haben, auch in entsprechender Größenordnung an den Kosten beteiligt werden, die Transformation verursacht. Wenn man die Frage so nicht stellt, erntet man ein Problem der Klimagerechtigkeit, wenn man den Klimawandel beachtet. Und die Frage wäre eigentlich, wie kann man eine solche Politik hinbekommen, ist meines Erachtens auch für gewerkschaftliche Politik ganz entscheidend. Das berührt gleich den dritten Bereich. Im Grunde muss es ja darum gehen, Einfluss auf das, was, wie und wozu der Produktion zu bekommen. Und da finde ich das eigentlich Entscheidende, dass in den Debatten, etwa um den Verkehrsstreik, ja immer gleich die Frage aufgetaucht ist, dürfen die das, ist das nicht zu politisch und so weiter. Und ich konnte dann immer antworten, Verdi tritt ein für eine Gemeinwohlökonomie und will, dass der öffentliche Personennahverkehr und so weiter ordentlich finanziert wird. Das wirft Fragen nach Finanzierung auf. Und darin steckt im Grunde schon der Kern oder zumindest die Frage nach einer anderen Organisation von Gesellschaft. Ja, ich habe das hier am Postbeispiel illustrieren wollen. Ich muss aufhören, ne? Ich bin bei Frage 3, 2 habe ich noch. Ja. Also Postbeispiel spare ich mir und komme zu Frage 4. Die Frage 4 bezieht sich auf ein Konvergenzthema und ist wirklich eine Frage für mich. Also ich habe ja gesagt, ein Element dieser neuen Kämpfe ist, dass die Tarifführerschaft zumindest in dieser Runde an die Dienstleistungsgewerkschaften übergegangen ist. Kein IG Metaller, der aufschreit, okay. Ja, aber man muss ja die Wahrheit sagen. Ne? Jetzt kann die IG Metall mich ja praktisch widerlegen und immerhin gibt es diesen Vorschlag 4-Tage-Woche, 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das wirft für mich die Frage auf, könnte das ein Konvergenzthema sein zwischen ökologischen Klimabewegungen und Gewerkschaftsbewegungen? Und die würde bei 32 Stunden, 4 Tagen mit Oskar Neck gesprochen, die Detailorganisation von Zeit betreffen und damit die Herrschaftsfrage sehr radikal stellen. Ist das ein Ansatzpunkt?
Und die letzte Frage ist die Frage, welchem Leitbild wollen wir eigentlich folgen in dieser Auseinandersetzung? Welches Leitbild entwickeln die Gewerkschaften? Ich habe ja geschrieben und stehe auch dazu, dass die ökologische und die soziale Frage innerhalb kapitalistischer Produktionsweisen nicht zu lösen ist und habe deshalb für nachhaltigen Sozialismus plädiert. Ich sehe aber ein, dass mir da nicht alle folgen wollen. Kompromissvorschlag: Kann ein ökologischer Wohlfahrtsstaat, der zugleich ein Internationalstaat sein müsste, ein Leitbild sein, auf das sich die transformativen Kräfte innerhalb der Gewerkschaften einigen können? Und ist das ein Leitbild, auf das sich die gesellschaftliche und politische Linke einlassen kann? Vielen Dank.